So, hey Leute, was geht ab? Wir sind jetzt ein bisschen im Trinktest-Fieber und heute geht es deshalb gleich direkt weiter mit dem weiteren Getränk und zwar dem Adelholzner Alpenquellen-Kirsche-Sport isotonisch plus Vitamine, Calcium und Magnesium. Bam! Ja, habe ich bestimmt schon ein, zwei Mal im Leben getrunken, ist jetzt nicht so auffällig. Ich liebe Adelholzner, aber ich bin jetzt aber nicht so der Übersportgetränk-Trinker mit viel Kohlensäure, weil ich mag generell keine Kohlensäure. Aber deshalb schauen wir uns das Ganze ja heute auch mal an. So, Erfrischungsgetränk mit 6% Frucht, wenig Kohlensäure, ist schon mal cool, mit Zuckern und Süßungsmitteln, wenig Kalorien. Ah, eieiei, okay, da bin ich mal gespannt. 0,5 Liter haben wir drin, das sind die kleinen Flaschen. Ich weiß gar nicht, ob es diese auch in groß gibt. Ich habe die jetzt nur in klein gefunden, deshalb dachte ich mir, werden getestet. Schauen wir mal, ob wir diese Kirsche Sport jeden Tag trinken können oder sollten, etc. So, ja, Vorderseite, wie sieht es, weißer Hintergrund, Wasser, eine Kirsche, viel so plakatives bisschen schon fast. Adelholzner Getränk, kommen wir direkt zur Rückseite. Wir haben ein isotonisches Erfrischungsgetränk Kirsche mit 6% Frucht, mit Zusatz von Vitaminen und Mineralien, mit Zuckern und Süßungsmitteln, wenig Kalorien. Bla 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 bla, hergestellt und vertrieben von den Adelholzner Alpenquellen GmbH in 83313 Bad Adelholzen in Siegsdorf, beziehungsweise Siegsdorf. Cool. Schöne Grüße an alle aus Bad Adelholzen und Siegsdorf. Cool, ich wusste gar nicht, dass die Ortschaft echt Bad Adelholzen heißt. Nee, finde ich super. Und wir kommen direkt zu den Nährwertangaben, die 100 Gramm. Krass, irgendwie kann man bei Essen mehr sagen, oder kommt mir das nur so vor? Wir haben einen Energiewert von 83 Kilojoule bzw. 19 Kilokalorien. Ist okay. Fett haben wir 0, unter 0,5 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren haben wir unter 0,1 Gramm. Auch in Ordnung. Kohlenhydrate 4,4 Gramm, davon Zucker 4,3 Gramm. Ist gut. Doch, also für so ein halbwegs süßes Getränk auch noch gut. Hätten wir jetzt keine Süßungsmittel, hätte ich gesagt. Komm, kann man doch vielleicht fast sogar empfehlen, wenn noch ein paar andere gute Sachen drin sind, aber so. Eiweiß unter 0,5 Gramm, Salz unter 0,01 Gramm, Vitamin B6 0,11 Milligramm, Biotin 3,7 Mikrogramm, Vitamin B12 0,19 Mikrogramm, Calcium 24 Milligramm, Magnesium 11,3 Milligramm. Geil, 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 geil. Zugesetzte Sachen auch jetzt für den Sport, bam, finde ich super. Cool, auf jeden Fall kann man, ja, ist nichts falsch gemacht. Kommen wir jetzt zu den Zutaten aber. Nährwerte würden passen. Würden passen. Würde ich jetzt auch nicht mehr als eine Flasche am Tag empfehlen, aber würden passen. Aber jetzt geht es um die Zutaten. Wir haben als Hauptzutaten natürliches Mineralwasser. Schon mal sehr erfreulich. Dann haben wir Sauerkirschsaft 6% direkt danach. Cool, dass die da wirklich 6% Sauerkirschsaft direkt rein haben. Westminster Tea. Da kannst du dir eine Scheibe von abschneiden. Danach haben wir aber direkt den Glucose-Fructose-Sirup. Danach Zucker. Dann Kohlensäure, okay. Säuerungsmittel, Zitronensäure. Na gut. Calciumlactat. Okay. Also Calcium, denke ich mal, ja. Natürliches Aroma, okay, haben wir auch noch drin. Steht nicht da welches. Magnesiumcarbonat, okay. Magnesium. Und Süßungsmittel haben wir Cyclamat, Acesulfam K und Saccharin. Ah, nee, 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 können wir nicht machen. Sorry, sorry, sorry. Dann haben wir Vitamin B6, Biotin und Vitamin B12. Ich muss sagen, grundsätzlich an sich gar nicht so schlecht. Wäre jetzt echt nicht die Süßungsmittel da, die Zitronensäure. Wenn das alles so ein bisschen ausgeglichener, hätte ich gesagt, komm, nimm mal mit. Weiß 2 Gramm Zucker, Zitronensäure fast am Ende, als Süßungsmittel nur oder gar nichts davon, nur Cyclamat, aber nee, auch nicht. Ja, hätte ich gesagt, nimm mal mit, aber so. Ich gebe eine 4 plus. So ein bisschen als. Aber die. Nee, ich gebe eine 4. Nein, ich kann doch kein Acesulfam kauen, so in einem Getränk empfehlen. Nein, ich gebe eine 4. Gesundheitsnote natürlich keine Empfehlung. Das heißt, auch ich werde das nach diesem Tag nicht mehr trinken. Oh, das schmerzt. So schöne Getränke, die ich über die Jahre getrunken habe. Uiuiui. Naja. Gesundheitsnote 4. Wir machen das Ganze auf. Wow. Sehr kohlensäurelastig. Ihr seht's. Wow, wie es direkt hochschießt. Das will hier raus. Chill, 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 chill. So. Okay, dann machen wir das Ganze mal auf. Ah, immer diese verklemmten, verplombten Flaschen da. Hei, hei, hei. Leute, aufs Wohl.
Boah. Ich lasse das Glas jetzt einfach mal aus, okay? Ich meine, da muss ich es nicht extra sauber machen. Also der erste Schluck hat jetzt fast nach Alkohol geschmeckt. Also ohne Mist, der erste Schluck hat jetzt gerade geschmeckt, als würde ich jetzt ein Bier trinken und dann so ein Konterbier oder so. Genau so hat es geschmeckt. Aber jetzt im zweiten Schluck, du schmeckst ein bisschen den Kirschsaft raus oder das Kirscharoma, kann man ja nicht sagen. Ist halt kohlensäurehaltig, ist nicht so meins. Aber so beim Sport oder so, um ein bisschen warmen Zucker hier in die Blutbahn zu bringen und ein paar Süßungsmittel. Ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, geschmacklich, aber auch jetzt nicht, wo ich sage, mega geil, wie gesagt, allein der erste Geschmack schon. Also schmeckt, ja, schmeckt für mich leicht wie Alkohol. Ich weiß nicht warum, und mir schmeckt an sich jetzt aus, als irgendwas Besonderes an sich. Ich weiß nicht, viel, nicht besonders Alkohol. Deshalb gebe eine 2 minus. Bisschen hart, aber doch, Leute, ich gebe eine 2-Geschmacksnote. Am Ende keine Empfehlung, sogar fast schon keine Geschmacksempfehlung. Es kann man trinken, aber ich weiß nicht. Also mit der Kohlensäure und den ganzen Aromen und ist zu viel Adelholzener. Fahrt da einen Gang runter und dann schauen wir uns das Ganze vielleicht nochmal an. Das war's mit dem Adelholzener Kirschesport isotonisch. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich und damit unterstützt ihr zukünftige Testprojekte. Immer schön happy bleiben, immer schön gesund ernähren. Keine Empfehlung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.